Sie gibt jetzt das Spiel frei. 12. Spieltag, Hoffenheim in Blau von rechts nach links. Hickelsberger. Mimeti für Niki Billa. Und Hoffenheim ist vorne. Ist es der rechte Fuß von Nicole Billa, der 5. Saisontreffer für die Österreich. Lotta Cordes, die da robust abräumt. Freistoß schnell ausgeführt und das ist die Chance hier auf das 2:0. Was eine Möglichkeit von Chantal Hagel. Und Mimeti mit Tempo und mit dem Auge und der Schuss zum 2:0 und der Ball ist immer noch nicht drin und geht auch nicht mehr rein. Und der zweite Ball erstmal geklärt, neuer Versuch, Weitschuss, guter Schuss, sensationelle Parade und trotzdem das 2:0. Ja, da muss eine Mittelstürmerin eben stehen. Zweiter Ball, der gehört ihr. Puntigam kommt zu spät. Und der ist richtig gefährlich und der fällt rein. Der fällt rein zum 3:0 für die TSG Hoffenheim. Der Fehler. Und dann hat sie den Ball eigentlich fast sicher in den Händen, aber im Rückwärtslauf. Ja, gerade in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatte gegen eine gut sortierte Kölner Mannschaft. Klar mit dem Tor im Rücken. Spielt sie es natürlich ein Stück weit einfacher. Leimet Stoll prüft nochmal. Jasmin Pahl. Auch teilweise viel zugelassen, die Hoffenheimerinnen. Standardsituation, 3 Minuten obendrauf, eben bestätigt. Standardsituationen gab es eigentlich genügend, um mal gefährlich zu sein. Krumbiegel, oh, der ist lang, der ist stark, der ist Weltklasse. 4:0. Paulina Krumbiegel mit einem Sensationstor in der Nachspielzeit. Und was weiß ich was. Von der Mittellinie, 50 Meter Torentfernung, Paulina Krumbiegel, 4:0 Hoffenheim. Für 2023, das lässt sich ganz gut an für die TSG Hoffenheim. 2 Spiele, 2 Siege, 11:0 Tore. Und zum Rückrundenauftakt gibt es ein sattes 4:0. Gegen den 1. FC Köln, man revanchiert sich. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.